Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Farm World. Ja, letzte Folgen haben wir ja da gegrubert, haben wir ein bisschen Real Talk geführt für, über das Projekt, wie es euch gefällt, wie uns das beim Aufnehmen gefällt und alles drum und dran. Ja, ich fahre gerade die letzte Spur runter und dann fahre ich nämlich schon meine Seemaschine holen. Perfekt, dann kann ich jetzt gleich wieder fahren. Perfekt, so, gib ihm. Ja, also, letzte Folge haben wir da alles gemacht. Haben wir fertig gegrubert, jetzt über das Folgenende. Bis jetzt haben wir fertig gegrubert. Und jetzt fahren wir ab zum Hof und holen wir die Samaschi. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie dauert die Baustelle echt lang. Ich hab gedacht, die ist gleich mal fertig, weil es sind. Ah ja. Er hat irgendeine Tafel mit Nummern. Auf jeden Fall. Aber ist ja egal. Ja. Grüß Gott, Weber Lukas, mein Name. Hallo. Servus, keiner da. Oh, Pepe, was gibt's? Wie schaut aus, was wir geredet haben? Zwecks. Zahn, wie schaut denn aus? Ja. Ja, ich bin gerade mit meinen Flächen fertig geworden zum Grubern. Und. Ja, weil ich hab mit dem Herrn Plotzke hab ich so ausgeredet. Ja. Der tut beim Moser, glaube ich, Sahne jetzt. Der hat mir noch alles fertig gedüngt. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist der jetzt beim Moser und tut Sahn. Ja. Und fährt dann hoffentlich zu. Er hat gesagt, er kommt nachher ziemlich bald einmal, will auch Ockern kommen, hat ja. Er irgendwas geredet. Ja. Und ja. Das heißt zu dir genau. Klein groß sagen, ja. Ja, auf jeden Fall den Kleewert zum Sahnen und dann bin ich noch am überlegen, was ich auf dem Feld 10 mache, da weiß ich noch nicht. Auf Feld 54 war ein Klee zum Sahnen geht. Hast du Saatgut? Beziehungsweise Saatgut habe ich glaube ich noch da ein bisschen. Müsste das auf meinen Hof kommen, ich fahre jetzt gerade heim vom Schäfer. 54, warte, ich bin jetzt gerade blind. Wo ist denn das? Nein, nehmen links neben der Bier rausgelockt, das erste schon, Feld. Ja. Nehmen wir Straßen. An sich haben tue ich. Tue ich noch guck mal, ich glaube, ich habe noch. Ja, guck mal zu mir. Also ich habe noch Saatgut drinnen bei mir im Traktor. Ja, dann komm bitte zu mir auf den Hof. Ja, passt, komm ich. Ich bin ja gleich da, bin schnell beim Schäfer gewesen. Ja, komm zu mir. Ja, passt. Passt, bis gleich. Bis gleich. Und Leute, dass ihr jetzt seht, wo der Kleiner jetzt wohnt, nachdem wir eigentlich so ein schönes Haus für ihn gebaut haben, der wohnt jetzt da auf dem alten Moserhof. Und der Moser wohnt auf dem alten Johannhof. Das ist alles so eine komische Geschichte da geworden. Das habe ich alles nicht mitgekriegt, weil da war ich komplett unten beim Verlust, beim Schöpfen. Da haben sie das dabei so ausgemacht, Bürgermeister, Moser und der Kreiner. Und ja, wenn der Kreiner einen Hof haben will, warum soll er nicht haben? Deswegen, passt schon. Ja, dann sind wir jetzt einmal da beim Kreiner. Ach, der Steier ist auch schön an den 68. Aber wenn ich das immer erzähle, wenn er jetzt kommt, das glaubt er mal schon wieder nicht. Und klar, war er wieder bei Moser reparieren und der Moser hat dann wieder geflaucht. Oder er hat sich selber ausgebaut. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. A, B, D, Bad. Mit was kommt dann da an? Ah, voll, die Guschen an D6 hat er sich gegönnt. Ja, da unten kommt da links, da. Wer ist da? Ah, der, was dir deine Tiere schon wieder abgezockt hat. Boom. Hey, Alter. Wo hat der meine Tiere gelassen? Alter, das ist ja nicht so ernst. Schäme mich auch auf. Irgendwann tue ich ihm was. Meine Tiere sind weg. Alter. Weber. Ja. Nein, irgendwann tue ich ihm was.
So, machen wir auf da. Ah, du bist sehr voll. Ja, hab ich ja gesagt. Okay, das wird reichen und im Sunstern, warte mal. Big Bag Mineral, Palette, Saatgut, 633 Liter habe ich noch da. Ja, passt. Aber ich werde mal fahren. Clay, hast du eingestellt? Jo. Alles gut. Alles oben gegrubert, beziehungsweise Sortbett bereit. Ja, ja, ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Na, ist nur geockert, aber geht schon. Normal muss gehen, ja. Alles klar. Ich, ich weiß gar nicht, warte mal. Ich hab jetzt keine Zeit. Ah ja, weil ich hab jetzt keine Zeit. Na, wird schon gehen. Bitte, sehr super. Danke, servus. Ciao. Blitze, wo fallen die hin? Au weh! Hä? Warte mal, was? Warum ist da oben? Alter, jetzt muss ich ihn anrufen. Das finde ich jetzt uncool. Weil, wie es mir jetzt so vorkommt, haltet er mir jetzt aus, oder wie? An. So. Jo, bitte. Oh, Entschuldigung, Peppe, ich wollte eigentlich zum Herrn Schäfer. Ja, sind wir in der gleichen Leitung. Achso, na, schalt mich zu. Ja, ja, geht gleich. Servus, Bobby. Wunderschönen guten Tag. Bobby Schäfer am Apparat, bitte. Bobby, blöde Frog. Bin ich raus aus dem Bauhof? Wieso? Ja, weil da beim Buche auch jetzt schon gebaut ist. Ja. Du hast ja gesagt, du hast jetzt keine Zeit, du musst deine Felder und alles mit dem rum und dran machen. Ja, aber ich hab nicht gedacht, dass es um das geht. Du hast gesagt, du hast keine Zeit, deswegen habe ich ja auch diese Subunternehmer geholt, dass sie da halt helfen, das Ganze fertig machen. Ach so. Okay, ja, gut. Ich hab halt gedacht, da bei dem Projekt bin ich halt wieder dabei. Ja, in Klammer, es kommen noch einige Projekte auf uns zu. Alles passt klar. Passt der Server, wie es. Alles klar. Jawohl. Passt, okay. Alles klar, Viva. Ciao. Obi die Ehre. Das finde ich jetzt ein bisschen echt uncool. Aber ja, ist halt so. Kann man nichts machen, ist halt so. Leute, ich erspare euch das ein bisschen. Timelapse in 3, 2, 1, let's go! Thank you.
Alter Verwalter, das war auch kein Hetze. Ich lenke keiner anrufen. Boah, aber das war auch kein Hetze. Bist du gescheit? Einmal da noch oben und einmal noch auf und dann sind wir fertig. He. Ah, bist du gescheit? Das ist auch kein gewesen jetzt. He. Alter Verwalter. Und. Zack, fertig. Alter. Jetzt aber GPS einmal kurz aus. Und jetzt keinen Anruf und sagen, dass ich fertig bin. Alter Verwalter. Servus, Peppe. Servus. Du, fertig bin ich, gell? Alter, was? Ja. Aha, ja, komm mal zu mir auf ein Bier! Ja, passt, komm ich. Ja, ich bin ein Kleiner, mit dem Bobby, trink mal ein Bier. Ja, passt, bin auf dem Weg. Ja, passt, für dich. Ciao, ciao. Alter, ja. Lieber auf ein Bier gehen, anstatt irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Alter, aber auf Sahn habe ich echt keinen Bock mehr heute. So, jetzt schaue ich noch einmal kurz in mein Postfach. Da ist sie. Auwe. Aber jetzt ist sie weg. Bist gescheit. Schau, da kommt er schon. Bist du deppert, hä? Ja. Ich war ein festes Schell. Der hat einen dreckigen Traktor, was ist mit dir los? Kannst du den waschen oder was? Was soll ich denn sagen? Wenn ich unten in der Hose saß und dreckig ist, wundert mich nicht, dass du kein Holz abkriegst. Das ist echt so, hä? Ja, junge Bua, hä? Madonna. Alter, junger Ufa. Das ist ein Wahnsinn. Seiner Zeit, wo ich so alt war wie du, hab ich alle links und rechts gehabt. Ist das so, hä? So lang sind wir noch nicht, seit 51 und 10 sind wir da im Frühschupper. Alter. Aber ist ein Bierli? Ja, freilich. Aber ist wohl ein Bier, aber ist ein Solaraller. Weil du schaust mir nicht so aus, als würdest du da ganz das vertrauen. Ich werde ein Bier trinken, da, nimm da, zack, nimm eins. Dankeschön. Du kannst da ja Jägermeister auch haben, wenn du willst. Vom Alphen 3 oder 4 kommt oder so, ich weiß es nicht mehr so richtig. Heißt du, geil. Deppert. Aber die Luft. Ich bin Wochenmeister, Herr Jägermeister. Ja, genau. Hey, da warte, ich bin der Wochenmeister. Wir trinken Jägermeister. Du bist der Trottel. Oh. Haben wir. Auf einen gelungenen Arbeitstag. Prost. 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 Ah, es muss aber sein. Bist du, Deppert, Alter. Oh. Wird dann bald Zeit für Mittag essen, jetzt wird 11 und wenn wir am Morgen 12 haben, Mittag essen, einen Mittagsschlaf alle machen. Ja. Dann wollen wir noch ein bisschen striegeln gehen, bist du deppert, ja. Was? Nein, so ist das striegeln? Naja, noch ein Schweinsbraten zum Mittag was wird doch nicht gehen, oder? Was also, da? Schau, wie ich gerade ausgehe, kann ich das sagen? Ja, sieh, ja. Hör mir auf. Bobby, ist ja wurscht. Der Bulle ist nicht im Haus aktuell, kann er erfahren. Der Bulle, der schreit da hinten rein. Hallo? Ja. Was war denn das jetzt? Das ist ja was, ja. Den Hund rat dann vorbei, da hat er gestört. Ab ist ein Moped. Weißt du, wie fein ist? Jetzt brauch ich mich nur noch herhucken auf meinem Auer. Dann tue ich noch so blitzen, wenn die Autos kommen, was? Ja, ist aber eine gute Rede. Ja. Verlies ein bisschen ein Taschengeld, ja. Ich finde den Baum super. Der ist super, der hat mein Privatgärtner eingesetzt. Ist super, oder? Ja, seit er da ist, bin ich noch nie reingefahren. Wenn ich mal Ost auf die Straße fällt, dann war gefährlich. Ja, wird der Herr Buhe halt einmal müssen aufspatzen, den Hund da. Ah, der Herr Buhe, hör's auf, denn der. Ich steig auf. Der auf die Hitten. Komm mal! Komm mal! Bin du deppert! Oh, aua! Wahnsinnig! Alter! Mein Fuß, ich bin auch geflogen, lecker! Du bist erschlagen, oder was? Wie ist du deppert?
Mein Fuß. Jetzt hat er den Baum abgeschnitten. Leg Arsch. Ja, holt das, holt die Muscheln. Auf. Oh, Maria. Was machen wir jetzt? Meine Güte. Ciao. Leg Arsch, was ist da passiert? Wir hatten einen Baum übergeschnitten. Die müssen wir jetzt weg und die müssen wir weg. Ja, tut euer Fuß auch so weh. Oh, leg Arsch. Scheiße. Gebrochen glaube ich habe ich nichts, aber. Aber weh tut so wie Sau. Du wirst dann aber auch schon los wissen. Herr Weber, müssen wir mal den Baum da runterziehen? Ja, bin dabei. Ei. Ich kann doch nicht mit meinem Kreuz. Was ah, deppert. Bist du deppert? Mach dir da, Junge. Jetzt reicht's mal. Ah, geh weg, auf, du. Oh Gott, Mann. Ach du! Jetzt war's. Seit 20. Wie jetzt an? Jetzt will man am Spatzen nicht runter, warte mal. Ja, ich geh doch weg, wenn er mit der Mutter so gearbeitet. Hui! Achtung! Ich mach das schon! Achtung! Bin zu weit weggelaufen! Ja, jetzt können wir Lagerfeuer machen. Ja, warte, halt's ein. Wo ist die Feiertonne? Jo, warte mal, ich hab da eine, warte kurz. Ich stell sie da vorne hin. Warte, ich muss sie kurz suchen, drinnen. Warte mal. Wo ist die Feiertonne, wo? Aber ich ja, warte. In der Garage oder was? Jo. Da hinten. Nein, jetzt machen wir keinen Stress. Jetzt machen wir keinen Stress. Da, schau, ich hab ja sowas, schau. Also, Da, schau. Zahlt's mal ein. Warte, schnell noch ein Pulsar an den Hund. Da, schau. Komm schon. Lukas, komm mal da. Da ist ein Stickel. Ja, warte kurz, die muss man nur nachschenken. Da sind zwei Stickel. Der Dong geht's unten da. So, schau, zack. Leg auf. Ich hab vorgestern an PC abgestochen. Ich hol an den Steaks. Wartet kurz. Ich lauf schon ins Haus. Da geht aber das Holz schneller weg. Na, du musst ja anziehen. Mal, Lukas. Das hat das schon weg. Brennt ja wie Schwein. Jo. Oh, schön anlegen, immer. Schön anlegen. Oh. Ich hab da Wort. Frische Steaks, frische Lungenbraten. Oh, zack! Hau mal auf einmal, ist schon warm! Ja, fein, fein ist. So, so, Opa, auf einmal, optimal. Wow, sehr schön, Zeit für Mittag erst. Ja, was meinst du? Ah, feine Sache. Fein, fein, fein. Oha, Donner. Hör mal, erröte Nüss, Kaffelu, hallo da. Wah, geil, hä? Du hast dich schon was gelernt. Also, schwer, da kommt schon was. Optimal. Warte, aber ihr kennt, weißt du, was ihr kennt? Das brennt man nicht, das brennt man noch nicht so richtig. Warte mal. Ich hab man da wo irgendwo. Na! Ja, ich hab Bremsenreiniger. Hör auf! Hör auf! Alter! Oh! Hoppa, das war von... Warte, dafür geht doch. Ab in den Hör auf! Alter, stieg voran! Der Traktor voll voran! Ma, schaut euch das einmal an! Der Baum ist ja trocken! Madonna! Der ist ja auch trocken, der da. Schau, wie der unten oben trocken ist. Seht ihr das? Ja, aber jetzt schneid mein Video. Na, ich konnte es ja nie. Ich hab das macht ja das macht der ja Buhe! Ja, wird ja wohl gut sein. Ja, ja. So, jetzt halt. Okay, jetzt kann es sein, dass der Bühne Bremsenreiniger schmecken, die Steaks, aber. Wollte ja nichts. Sauer schon, das ist so alt geworden, jetzt hast du Wurst. Ja. Genau. So, jetzt sollen wir mal einen Hund anschneiden. Warte, tu mir da auf, Alter, zack. Boah, schau, wie schön der Hund ist da. Da, schau, ich schneide da auf, den kriegt er gar da. Warte, mit rein. Nimm da gleich. Da. So, da, alle für die, Bobby. Oh, dankeschön. Hallo für den Herrn Weber. Dankeschön. Ich schneide auf die Rose. Dass der Herr Weber als erstes kostet. Ja, das kostet. Wir kennen das ja schon. Das Bremsenreiniger Steak. Ja, schmeckt gut. Ein bisschen noch Bremsenreiniger, aber ist nicht so schlimm. So, ich glaube auch so. Ja, probier war. Ja, ist nicht so schlecht, ja. Das geht, das ist perfekt noch. Ja, von meinen Angus-Kabel da.
Angus ist immer gut. Wie viel hast du denn von den vier? Mal durch. Opa, 15 Pezis und 10 Kabel habe ich gerade zum nächsten. Bistepert. Oh, so. Recht bei Striegeln gehen, gell? Ah, oh, da habe ich keine Lust mehr. Ja, wir werden einen Plotzke angerufen, dass er spritzen gehen. Schau, spritzen da unten, ne, abgebrannt auch schon, ne? Bistepert. Ah, ja, das ist nur bei Bremse rein, ja. Soll ich noch ein paar aufhören? Nein, geh auf jetzt. Okay, okay. Oh, passt. Oh. Aber damit, meine lieben Freunde, sorry, war's das mit der Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaut bei den Teilnehmern vorbei. Ich sag mal, tschüss, mit euch, tschüss, mit euch. Ich geh jetzt schlafen. Für dich.